Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Hey, wir dürfen noch mal das Ganze? Nein, 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 nein. Oh, doch, 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 doch. Ach. Drehen das Ding, draufspringen, schnell und dann das Ding irgendwie darüber bringen. Die Tür ist hier offen. Dann können wir eigentlich nur hoffen, dass auf der anderen Seite kein Wasser ist, das elektrisch geladen ist. Aber so schwierig, glaube ich, ist das auch nicht, oder? Da muss es doch eine andere Möglichkeit hier geben. Zack, da läuft es durch. 1, 2, 3 und runter. Loslassen und drauf. Oh, nein, nicht doch. Wie ein Flummi springen wir rum. Das ist bestimmt richtig so, wie wir das machen, aber. Ach. Wow, hier ist gar nichts zum Schieben. Haha. Wow, ich muss sagen. Entschuldigung, nicht ins Mikro schreien. Ja, ich muss sagen, das war aber. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so wird. Ich fand das jetzt mühselig ein wenig. Aber es hat funktioniert. Na, ich hatte gedacht, wir hätten irgendein Rätsel. Ja, das war doch ein Rätsel, wie man da durchkommt. Also, hier könnten wir scheinbar runter, wenn wir das wollten. So viele Fusionskerne. Batterien, Mini-Batterien. Cool. Ja, sehr cool. Mini-Batterien. Was ist denn an Mini-Batterien? Cool. Na, sollen wir hier runter? Sollen wir irgendwas hier runter sausen lassen? Das sieht beinahe schon wieder so aus. Natürlich. Irgendwas müssen wir da runterschieben, damit wir da durchkommen. Okay, das dritte Mal. Das geht ja noch. Schubst die Bahn. Schubst die Bahn geht nicht. Ach, die Kabel da oben. Okay, aber da müssen wir erstmal hinkommen. Und erstmal gucken wir uns hier um, was es hier noch so Schönes gibt. Ah ja, okay. Fließbänder. Och, und noch ein Toter. Hoffentlich treffen wir auch mal lebendig. Oh, da, Moment, da ist noch so ein Helium-3-Kanister aufgeladen. Ja, den müssen wir rüberbringen, aber ich frage mich, wie das gehen soll. Hier ist ja alles kaputt. Kein Durchkommen hier. Phase 1 Evakuierung. Östliche und westliche Einheiten decken die Ost- und Westseite der Tombow-Anlage ab. Phase 1 ist in 6 Schritte unterteilt. Ja, und das haben wir schon gelesen, leider. Da! Jetzt ehrlich? Warum geht denn das auf? Okay, ich glaube, ich verstehe. Aber hier drüben, da haben wir noch was zum Angucken. Schön, so ein Holo-Ding. Aha, da haben sie auch schon versucht, hier was zu verschicken. Isaac, hey, Sie haben alles mitgenommen und was ist hier los? Bleib einfach da, bleib da, ich muss nur. Ist das Helium? Nein, es ist Sarah.
Es ist für Cathy, okay? Sie wartet. Sie ist auf der Arche und ich muss das zu ihr bringen. Isaac, wovon redest du? Drei. Wir haben drei Archen für Outward konstruiert. Ja, die sind fort. Nein. Am Ende hatten wir nur genug Treibstoff für zwei. Also hat MacArthur die Kranken, die Kryopatienten, in die letzte verlegt. Und Cathy ist noch auf der Arche. Gefangen hier auf dem Mond. Warte. Aber damit kann ich... Isaac, es tut mir leid, aber die Erde geht absolut vor. Die Erde rettet niemand mehr. Sarah, mit oder ohne NPT, unsere, Cathys einzige Hoffnung ist Outward. Hör mir zu, wir können die Erde nicht aufgeben. Unsere Heimat, Cathys Heimat. Denk doch auch an Claire. Sie hat sich entschieden und ich kann nicht zurück. Aber mit Cathy und Outward gibt es eine Chance auf einen Neuanfang, einen neuen Morgen. Was immer nötig ist, damit sie sicher sind, selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch, Isaac. Deine eigenen Worte. MacArthur liegt falsch. Sarah. Outward ist falsch. Sarah. Alles daran ist... Was? Du musst das verstehen. Ich muss los. Alex? Alex, Terminalzugriff. Schick sie los. Isaac? Nein! Sarah, tu das nicht! Ich kann das nicht zulassen. Nein! Oh, Sarah, was habe ich getan? Bleib bei mir. Tut mir leid, Isaac. Es ist okay. Ist okay. Tut mir leid, Cathy. Ist schon okay. Keine Sorge. Nur so konnte ich helfen. Auch wenn du mich dafür hast. Okay, ganz ruhig, Sarah. Hör mir zu. Halt die Augen offen. Hey, Kumpel. Sarah? Hey, Sarah. Nein. Faster. Nein. Sarah? Es ist okay. Ist okay. Es tut mir so leid. So leid. Alex. Das hier muss niemand sehen. Oh, wir haben das aber gesehen. Fülle Helium 3 in den Reaktor. Suche im Hangar der Einschienenbahn nach Helium 3. Ende der Reise. Entschuldigung. Als Sarah zu Isaac zurückkehrt, erwischt sie ihn, wie er eine Einschienenbahn mit Helium-3-Behältern belädt. Fieberhaft argumentiert er, dass die Erde verloren sei und dass Helium-3 besser für Cathy verwendet werden könnte, die an Bord einer Arche ist, die MacArthur auf dem Mond zurückgelassen hat. Als ihre Auseinandersetzung den Höhepunkt erreicht, sticht Isaac auf Sarah ein. Trotz ihrer schweren Verletzung lenkt Sarah ihn ab und sichert das Helium 3 außerhalb seiner Reichweite, bevor sie zusammenbricht. Aufgezeichnet am 5. Oktober 2054, 12 Tage und 13 Stunden nach dem Blackout. Moment mal. Ach, mir ist irgendwas ins Auge. Moment. Oh nein, ich habe ein Auge im Auge. Ach, das ist ja fürchterlich. Hey,
Na, ich weiß nicht. Wollen wir überhaupt noch weitermachen? Sarah ist nicht tot, dann wird sie doch hier liegen. Aber das war nicht hier, das war da drüben. Oh, da ist der Leichensack. Oh, Sarah. Ja, das war hier. Wo ist das Blut? Da ist der Handschuh. Das Blut ist abgewischt. Scheinbar. Aber vielleicht hat sie ja doch überlebt. Ja, dann müssen wir mal in den Leichensack reingucken. Ich will sowieso wissen. Oh, was auch immer da drin ist, es hat keinen Kopf, glaube ich. Ja, macht das überhaupt noch Sinn, jetzt weiterzumachen? Ich meine jetzt, wo Sarah vielleicht tot ist. Vielleicht lebt sie aber auch doch. Das ist ja fürchterlich. Verflixt. Na? Naja, wir können ja die Menschheit noch retten. Ja, liebe Welt da draußen, ich habe zwischendurch eine Pause gemacht zwischen den Folgen und Pepperoni gegessen, mir aber dann nur ganz schnell so Pepperonis gegessen, und wenn man das an den Händen hat und dann in die Augen kommt, dann ist das nicht immer so ganz gut für die Augen. Fische. Aquarien. Nein. Warum ist sie tot? Die ist nicht tot. Die ist bestimmt nicht tot. Es gibt immer ein Happy End bei sowas. Das macht mich nicht glücklich. Na, woher ich das weiß, dass wir das so machen, ich weiß es nicht. Wir probieren das einfach aus. Lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht mehr darüber sprechen. Die ganze Zeit rennen wir hinterher. Jetzt sind wir so kurz vorm Ziel. Und was macht er? Er murkst sie einfach ab. Ist doch alles nicht richtig. Mann. Hey, hey! Vorsicht. Das war jetzt zu früh und viel zu überraschend für meinen Geschmack. Und auch für einen Titel, der ansonsten so witzig ist. Naja, war das witzig. Ja, war witzig. Doch viel zu unwitzig. Sie hat sie aber noch gerettet, alles. Ich tue jetzt mal so, als wüsste ich, was wir hier tun. Nicht wundern, wenn ich jetzt gerade nicht hier rauskomme.
Ich habe da echt nicht mit gerechnet. Warum können wir das Ding denn... Moment, können wir das da nicht rausziehen und dann da reinstecken? Okay, los, mitkommen, Drohne. Es geht um die Rettung der Welt. Und vielleicht um die... Ja, wo ist dieser Isaac überhaupt? Um die Vernichtung des Isaac. Von Rache wird's auch nicht besser. Jetzt ist nur die Frage, packen wir erst das Helium-3 hier rein und schicken das dann los oder sollen wir das zu Fuß darunter schieben die ganze Zeit? Ist Helium-3 eigentlich sehr explosiv? Guckt euch unseren Astronauten an, wie traurig der jetzt aussieht. Wer ist denn Sarah überhaupt? War das seine Freundin? Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ich hätte mir doch die ersten Folgen nochmal angucken sollen. Ja, ich sehe das schon. Wahrscheinlich kommen wir hier nicht so einfach drauf, oder? Nein? Und auf die einen Schienenbahn wahrscheinlich auch nicht. Da hätten wir auch hier rumgehen können, ja. Hier können wir uns das Spektakel gleich angucken, oder? Oder wir bleiben einfach hier oben stehen. Das geht auch bestimmt. Beide gleichzeitig. Gleich unten das Helium 3. Ja, und Isaac freut sich jetzt. So weit sind wir noch nicht. Huch. Ist ja gar nicht. Die Hälfte steht ja noch. Ich dachte, das wäre alles runtergerauscht jetzt. Wir hätten schneller sein sollen. Wir hätten nicht so trödeln sollen. Und dann hätte man bestimmt noch was machen können. Wir hätten sie vielleicht in so eine Kryokapsel einfrieren können und in der Zukunft kann man das bestimmt heilen. So in 5.000, 6.000 Jahren. Ist das eine gute Idee hier? Gute Idee, hier drin zu sein, während das sowas macht. Wir haben gezögert, das war schon mal ein Fehler vielleicht. Ich hätte gerne zugeguckt dabei, aber das ist mir zu gefährlich da hinten in dem Raum.
denkst du, hier geht's ja auch nicht weiter. Aber wir sind noch im Raum. Das ist doch schon wieder so ein Rätsel. Ohne Betriebsanleitung müssen wir uns hier durchwursteln irgendwie. Ah, Moment, wir machen das jetzt. Oder wo fangen wir jetzt an? Aha. Auf. Keine Sorge, wir strahlen nur etwas Helium-3. Ist es denn so verstrahlt? Ich denke, da bekommt man nur eine helle Stimme von. Diesmal bleiben wir am Schirm hier. Ich kann nicht anders. Wenn ich eine Tür sehe, muss ich da durchrennen. Das war auch nicht richtig. Oh, wir dampfen sogar. Na gut, in der nächsten Folge werden wir es dann nochmal versuchen und eine Million Mal sterben. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Noch ist nicht alles verloren. Ich habe Hoffnung, dass das Ding da in der Plastiktüte vielleicht doch nicht Sarah war. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das so bisher findet. Was ihr davon haltet. Vielleicht war sie es ja wirklich nicht. Ich bedanke mich. Ach so, habe ich schon. Ja, Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.